Georg Mayer, ein Nationalheld seiner Zeit, ein echter Bayer. 1938 wurde Schorsch Mayer auf Anhieb in der 500 Kubikzentimeter Klasse Europameister. Und 1939 gewann er sensationell als erster Ausländer auf einer Kompressor BMW die begehrte Trophäe des Senior TT auf der Isle of Man, wie die Bilder zeigen. Der Zweite Weltkrieg beendete dann leider seine steile Karriere. Doch nach dem Krieg wurde Schorsch Mayer noch fünfmal deutscher Meister in der Königsklasse, bevor er 1954 dem Rennsport endgültig Adieu sagte. Erst 1979 sah man den damals unterdessen schon 69-jährigen Gusseisernen, wie er gerne genannt wurde, wieder auf seiner neu restaurierten Kompressormaschine von einst. Anlässlich des ersten Oldtimer Grand Prix auf dem Salzburgring drehte Schorsch Mayer trotz Regen wie in alten Zeiten die schnellsten Runden. Die Zuschauer waren begeistert. Aber auch das Schimpfen mit seinen Mechanikern hat er nicht verlernt. Weil die Zündanlage bei dieser Feuchtigkeit nicht richtig funktionierte, musste sich Michael Krause einiges anhören. Schorsch Mayer 1979 anlässlich des zweiten Oldtimer Grand Prix auf dem Salzburgring. Dieses Mal bei schönem Wetter. Schorsch Mayer ganz in Schwarz, mit weißem Helm und seiner berühmten Startnummer 1. Europameister 39 auf der BMW, nein, 38 und 39 TT-Sieger, Schorsch Mayer, Georg Mayer. Obwohl es eigentlich eine Gleichmäßigkeitsfahrt sein sollte, drehte der Schorsch wie in seinen besten Jahren kräftig am Gasgriff und überrundete mit 200 Sachen das gesamte Fahrerfeld. Der Engländer Jock West und Schorsch Mayer, zwei echte Rennfahrerfreunde auf BMW. In der Mittagspause wurden noch diese historischen Aufnahmen gemacht. Anschließend machte sich Walter Zeller, der Vize-Weltmeister von 1956, mit seiner BMW RS zum Start fertig. Rupert Bauer mit der Startnummer 5 war auch dabei. Mit Nummer 1 Bill Lomas, der zweifache englische Weltmeister und 56 mit seiner 350er Moto Guzzi. Der Start der Rennmaschinen von 1941 bis 1960. Nummer 87 beim WM-Lauf in Hockenheim drehte der zur Legende gewordene Schorsch Mayer zum allerletzten Mal auf seiner BMW vor fast 200.000 begeisterten Zuschauern eine Ehrenrunde. Schorsch Mayer blieb den Oldtimern aber treu, wie hier in Salzburg, wo er seinen alten Bekannten, den Hans Schröpfer Senior, seine BMW R47 begutachtete.
allen Oldtimer Grand Prix Veranstaltungen auf dem Salzburgring versammelten sich zwischendurch alle BMW-Fahrer für ein Gruppenfoto. Egal, ob ehemalige Rennfahrer, Hobbyfahrer, Sammler oder sonstige BMW-Fanatiker. Im Mittelpunkt standen aber immer die Helden von gestern, wie der Engländer Jock West, George Meyer, Walter Zeller oder der allseits beliebte Heinz Ludringhauser mit seinem BMW-Gespann. Rudel mit seiner BMW ist meistens mit von der Partie. Walter Zeller auf seiner BMW Rennmaschine RS54. Die den sportlichen Charakter der Marke BMW entscheidend geprägt hat. Und das ist wohl keine Frage, ein weiteres Urgestein und eine Persönlichkeit wie George Meyer, der heute Abend unter uns ist. Lieber Meyer, wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt des Abends stand natürlich George Meyer, der durch seine großen sportlichen Erfolge mit dazu beitrug, dass die bayerischen Motorenwerke in aller Welt schnell bekannt wurden. George Meyer war auch ein sehr humorvoller Mensch. Begleiten wir ihn einmal durch die Ausstellung. Wenn du da natürlich rausgeflogen bist, weil es ja wurscht ist, ob du mit 220 oder mit 300 da hinausfliegst, dann fahren wir vor beide, wo ist deine Beerdigung? Aber heute ist insofern keine Beerdigung, heute haben sie Auslaufzonen. Die Süße, wenn sie runterfliegen, dann laufen sie 20 Meter und dann steigen sie wieder auf. Das war bei uns eben nicht, bei uns war es ein bisschen gefährlicher. Aber die Motorräder sind ja heute auch wesentlich schneller. Haben Sie noch so... Georg Meyer, 1938 Europameister auf einer BMW-Boxermaschine und sein Freund Max Schmeling, Boxweltmeister von 1930 bis 32 im Schwergewicht. Eine Karikatur von Johann Schröpfer.
Auch der Schröpfer Hans einige Runden auf dem Ring. Ehrensache für den Senior. Schröpfers R-47 wurde 1928 gebaut. Sein Fahrer war gerade 19 Jahre alt. Der unvergessene Albert Stingel mit seiner 350er Wimmer. Bei Oldtimer, Albert Stingel und Hans Schröpfer. Albert Stingel mit seiner 350er Wimmer. Führte Fritz Brunner seine 350er Air Mackie Baujahr 1960 vor. Dann der Fahrer mit dem klangvollen Namen Luigi Taveri mit seiner 350er AGS. Luigi Taveri mit dem Bruder von Rupert Hollaus. Mit Nummer 70 der Österreicher Josef Waller. Daneben der Engländer Bill Lomas. Der Fahrer,
der die gleichmäßigsten Runden gefahren hat. Doch viele wollten einfach nur mal auf einer Rennstrecke richtig Gas geben. Gleichmäßigkeit war ihnen egal. Der siebenfache Weltmeister aus den 50er Jahren, John Surtees. Der Engländer gewann seine WM-Titel mit den legendären MV-Augusta-Maschinen. Die weniger berühmten Oldtimer-Enthusiasten zeigten den begeisterten Zuschauern nicht nur ihre Fahrkünste, sondern auch ihre gut erhaltenen und mühevoll restaurierten Motorräder. Mitte 38 Hans Schröpfer Senior auf seiner BMW R37. Die 15 Hermann Schröpfer mit seiner BMW R47. Manche Teilnehmer fuhren ziemlich draufgängerisch um den Kurs, doch der Schröpfer-Opa, der ihnen oft im Weg war, holte mit seiner langsamen, aber gleichmäßigen Rundenzeit regelmäßig seine Pokale für Platz 1, 2 oder 3 ab. Auch als ältester Fahrer, 75 Jahre, bekam er oft einen Ehrenpokal überreicht. Als er aber beim Flugplatzrennen in Kassel, wo die Strecke mit vielen Strohballen markiert war, sich nicht mehr auskannte und auf die Gegenfahrbahn kam, zum Glück passierte nichts, wurde eine Altersbegrenzung von 65 Jahren eingeführt. Was er dazu sagte, lassen wir lieber weg. Hier noch einmal mit der Nummer 15, Hermann Schröpfer auf seiner BMW R47. Noch einmal die 38, Hans Schröpfer Senior auf seiner BMW R37. Auch der dreifache Weltmeister Luigi Taveri aus der Schweiz mit seiner 5-Zylinder-Honda war zu bewundern. Zum allerletzten Mal sah man mit seinem BMW-Gespann den mehrfachen deutschen Meister Wickel Kraus und seinen Beifahrer Bernhard Huser. Dann Start!
von den Strapazen der Hochzeitsreise erholt, sah man den wilden Michi schon wieder in seinem Element. Mit dem BMW-Gespann des vierfachen Weltmeisterpaares Deubel-Hörner jagte er, wie vom Teufel verfolgt, um den Salzburgring. Startnummer 458. Michael Krauser mit Beifahrer Heiner Fester beim Oldtimer Grand Prix auf dem Salzburgring in der Klasse Seitenwagen der Jahre 1941 bis 1950. Es wurde hart gefahren, so mancher landete in den Leitplanken, wie hier die Schweizer Müller und Zaug mit ihrer BMW Baujahr 1950. Dann der berühmte Salzburger Schnürregen. Michael Krauser mit seinem Freund und Beifahrer Heiner bei den Vorbereitungen zum ersten Lauf. Der Senior und Boss trotz Regen guter Laune. Die alten Füchse Luttringhauser und Engelhardt mit der Nummer 411. ...403, die BMW von Kneipp Schmengler. Am Start Luttringhauser und Krauser. Hier eine Tausender Schapp aus dem Jahre 1955, gefahren von Köhler Janowski. Den besten Start erwischte das Krauser-Gespann. Etwas dahinter Luttringhauser. Es waren auch Gespanne aus dem Jahre 1918 bis 1940 dabei. Auf nasser Fahrbahn lieferten sich Krauser und Luttringhauser einen harten Kampf. Mit 200 Sachen jagten sie auf der Zielgeraden dahin, an den begeisterten Zuschauern vorbei, dass es eine wahre Freude war. Bei jedem Wetter wurde gefahren. Der schwarze Ölfleck stammte allerdings nicht von den BMW-Maschinen.
Auf der Isle of Man sieht man immer wieder schöne und sehr seltene Oldtimer. Sowie die vielen Besucher aus aller Welt sind jedes Mal begeistert, wenn BMW-Rennmaschinen am Start sind. Der Münchner Helmut Dehne und Hans-Otto Butenluth aus Dortmund waren 1975 und 76 die Stars auf der Insel. Gewannen sie die Klasse bis 1000 Kubikzentimeter auf einer 900er BMW-Maschine. Empfangen Sie natürlich mit einem tosenden Applaus. Im Jahr 2000 fand in Ingolstadt am legendären Donauring ein Oldtimer-Rennen statt, wo auch der Hermann Schröpfer mit der Startnummer 230 seine BMW R63 um den Kurs jagte. Beobachten wir einmal die Fahrer mit ihren alten Maschinen. Unter viel Applaus der Zuschauer ging es zurück ins Fahrerlager, wo weitere wunderschöne Oldtimer zu sehen waren. Sebastian Gutsch aus München mit seiner BMW R5 von 1936. 182, eine BMW R51, Baujahr 1938. Diese 350er NSU, Baujahr 1937, gehört Hans Meyer aus Neufinzing. Karl Meyers Onkel, der in jungen Jahren Bahnrennen fuhr und so seinen Neffen zum Rennfahren anstiftete. Onkel Meyer gab kräftig Gas, wie in alten Zeiten. Thank you.
wo sich die Seitenwagenmaschinen aufreihten, da sah man natürlich die berühmten Haller-Brüder. Otto und Herbert. Damals allerdings nur als Zuschauer. Das war eine Augen- und Ohrenweide für BMW-Fans der alten Garde. Bei den heutigen Gespannrennen sieht man solche waghalsigen Kurvenaktionen leider nicht mehr. Europameister Wack Hofmeister links und der unvergessene Fred Abal waren dann von den Ingolstädter DKW-Rennmaschinen der Nachkriegsjahre hin und her gerissen. Da wurden die alten Zeiten wieder wach. Auch kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Würgau bei Bamberg, sind bei den Fans beliebt. Schon am frühen Morgen ließ man die Maschinen warm laufen, bevor es zum Start ging. Durfte natürlich der Hermann Schröpfer mit der Startnummer 8 nicht fehlen. Seine BMW R63 ist zu jeder Zeit startklar, wie man hier sieht.
eine Victoria KR6, Baujahr 1928 von Herrn Kuhn aus Dachau. Beobachten wir einmal einige Fahrer. Schröpfer mit seiner R63, Baujahr 1929. Die Victoria KR6 von 1928.
Nach den Durchgängen fuhr man wieder hinab zum Start. Am 30. April 2005 hieß es 100 Jahre Kesselbergrennen. Zu dieser Erinnerungsfahrt trafen sich wieder alle Oldtimer-Enthusiasten. Auch Hermann Schröpfer mit der Startnummer 42 war mit dabei. Viele Zuschauer kamen bei bestem Wetter zu dieser Veranstaltung. Die 5, Alberich Modron aus Österreich mit seiner 350er Chase, Baujahr 1926. Die 6, Hans-Uwe Walter auf einer 350er Schüttel von 1926. Mit der 8, Christian Waller aus Dachau mit einer 350er Harley Davidson, Baujahr 1928. Die 9, Georg Eiler aus Otterfing auf Victoria KR 35, Baujahr 1930. Die 10, Werner Müller aus Grafrath mit seiner 350er Velozette von 1930. Nummer 11, Hubert Sölder auf einer Sport Rouge von 1932. Mit der 12, der Südtiroler Ferrari auf Norden International von 1932. Der Österreicher Franz Durst mit seiner 350er Rouge TT Replika 1933. Mit der 15 Christian Bender aus Österreich auf einem Morgen 500 Modell 18 von 1925. Mit der 18 Herbert Nocker mit seiner Sandin 500 Modell 9, Baujahr 1927. Die 19, der Österreicher Otto Hürmer auf einer Nordhorn 500 CS1 von 1928. Der 20, der Österreicher Stefan Friedl mit seiner Douglas 500 DT5, Baujahr 1928. Nummer 21, Volker Hensel auf DKW SS 500, Baujahr 1929. Horst Klepp aus Geretsried mit seiner Imperia 500 A, Baujahr 1929. Die 23 Christian Engelhardt auf Norton 500, Modell 18 von 1929. Mit der 24 Peter Ehringer aus Österreich auf einer Matchless 500 V2S von 1929. Nummer 25, Steffen Walter aus Schierling mit seiner ODSS 500 von 1929. Die
26 Kilo Rettel auf seiner BKW 3500 von 1929. Dietmar Noack mit seiner Gillette 500 Rekord von 1929. 33 Stefan Krismer aus Österreich auf ein NSU 500 SS von 1932. 34 Heinz Windisch aus Österreich mit seiner AJS 500 K10, Baujahr 1934. Nummer 36, Martin Straube mit seiner Sarolea 500, 35C von 1935. 40, Johann Hauser aus Österreich mit seiner FN 600 M 86B von 1934. Die 39, die wilde Marlene Fischer mit ihrem Norden International 600 von 1933. Auch am Start die 42 Hermann Schröpfer mit seiner BMW R36, Baujahr 1929. Nummer 43 Paul Schwarz aus Österreich mit seiner 57er BMW R63, auch aus dem Jahr 1929. Nummer 44, Franz Ammering aus Österreich mit seiner 57er BMW von 1930. Auch schöne Autos und Seitenwagenmaschinen waren am Start zu sehen. Man könnte noch unendlich lang diese wunderbaren Oldtimer bestaunen. Doch einmal ist halt Schluss, wie hier die Bergabfahrt zeigt. Zurück ins Fahrerlager und dann ab nach Hause. Wiedersehen. Hermann Schröpfer war mit seinen Oldtimern schnell zu Hause in seiner Firma. Hier gibt er schon wieder Anweisungen für die Arbeit am Montag. Sind diese 10 seltenen BMW-Maschinen, die er zusammen mit dem Fachwissen seines Vaters Hans Schröpfer in mühevoller Arbeit restaurierte. In den 1980er Jahren war der Senior für die Leute des BMW-Museums ein gefragter Mann, wenn es um bestimmte Teile der alten Modelle ging. Denn Hans Schröpfer Senior hatte schon seit seiner Lehrzeit 1927 mit BMW-Motorrädern zu tun und von 1937
bis 1945 im Sudetenland eine BMW-Werksvertretung in der damals weltberühmten Kurstadt Bad Teplitz-Schönau. Nach der Vertreibung machte er sich 1948 erneut mit einer Motorradreparaturwerkstatt in München selbstständig. Dieses Mal übernahm er die Werksvertretung der Triumphwerke aus Nürnberg. Als die Triumph Motorradwerke 1956 Eine R39, die erste 250 Kubikzentimeter BMW-Maschine. Es geht kaum ein Wochenende, an dem sich die Oldies nicht irgendwo treffen, wie zum Beispiel hier am Donauring in Ingolstadt. Das deutsche Fernsehen ist da. Sämtliche Kategorien und Klassen waren zu sehen. Von 125 bis 500 Kubikzentimeter Solo
und Seitenwagenmaschinen sowie historische Rennmotorräder der 50er Jahre. Man muss diese Idealisten schon bewundern, wie sie mit ihren wertvollen Maschinen umgehen. Denn bei einem Sturz ist der Schaden oft sehr groß und nicht mehr gut zu machen. In diesen Szenen verabschieden wir uns. Auf ein Wiedersehen beim nächsten Oldie Match.